Oh Mann, meine erste Übernachtungsparty, das wird sowas von cool. Mia kommt, Sarah und auch Julius. Oh, das wird sowas von cool und dann in meinem neuen Zimmer. Aber was können wir denn heute so machen? Hanna hat mir hier so ein Video aufgemacht, was man alles bei einer Übernachtungsparty machen kann und och nö, Flaschen drehen? Auf gar keinen Fall. Ach, hallo, ihr seid schon da. Oh, Julian wird sich super freuen. Herzlich willkommen im Haus Vogel. Julian, deine Gäste sind da zur Übernachtung. Oh Mann, klasse! Julian, wo bleibst du Ja, denn? ich komme schon, ich Komm! komme schon! Oh, das wird sowas von cool. Hey, Leute! Leute? Oh Mama, was soll das denn? Warum veräppelst du mich denn? Die sind doch noch gar nicht Doch, da! die sind schon da Ich gewesen. Ich sehe glaube, keinen! Emma ist mit denen ins Wohnzimmer oder so Oh, gegangen. was? Julian, jetzt schau doch einfach mal nach in dem neuen Wohnzimmer. Ich glaube, da sind die. Oh, das war ja klar, aber Emma macht doch heute nicht mit bei der Übernachtungsparty. Soll doch heute nur für Kita-Kinder. Ja, und dann war dieser Geist, war diese Molly da und die war in meinem Zimmer und dann hat Julian sie verscheucht mit so einem Spray. Und ich war letztens auf dem Schulfest von Hannah, da habe ich eine Platzwunde gehabt. Was wollt ihr so machen heute hier mit mir? Mit dir, Also bist du Emma, auch heute dabei? ich glaube, Julian wollte mit uns was anderes machen. Na klar bin ich dabei. Auf jeden Fall, das ist alles so abgesprochen. Ich gehöre doch hier zur Entertainment-Truppe. Hey Leute, ihr seid ja da. Du, Emma, kommst du mal bitte kurz? Was ist denn? Ich rede gerade mit den anderen. Oh Julian, was möchtest du denn? Ich habe gerade meine Geschichten erzählt. Das fanden die anderen echt spannend. Und was machen wir heute Wir? Nein, Emma, du bist nicht dabei und das weißt du auch. alle Das ist heute zusammen? nur eine Übernachtungsparty für Kita-Kinder, das weißt du. Ah, das haben wir dir auch gesagt. Wir gehen jetzt nach oben, ohne Ich dich. komm mit. Leute, kommt mit, wir gehen in mein Zimmer. Und Alles Emma, du klar. kommst nicht mit. Jo, ich komme. Ach, das geht doch nicht. Irgendwie muss ich in diese Übernachtungsparty reinkommen. Ich will dabei sein. Hier, Leute, das ist mein neues Zimmer. Ich glaube, keiner von euch hat mein neues Wow. Zimmer bisher gesehen, oder? Julian, das ist echt ein schönes Echt Zimmer. schön. Warum war ich eigentlich noch nie hier? Keine Ahnung, hat sich einfach bis heute noch nicht so ergeben, Mia. Ist doch nicht schlimm. Aber jetzt kann die Übernachtungsparty ja starten. Hey Mia, was ist denn los? Warum kommst du mir so nah? Oh, ich finde es so schön hier bei Ja, dir. ist ja schön. Julian, du riechst auch sehr gut. Hast du heute Parfüm drauf? Nee, eigentlich nicht. Ich habe Nutella gegessen. Meinst du das Oh, vielleicht? ich liebe Nutella. Nee, egal jetzt. Was sollen wir denn jetzt als erstes machen? Also ich habe eine gute Idee, was wir machen können. Ich glaube, das wird Sarah und Mia auch gefallen. Guck mal, was ich hier habe. Hey Emma, was soll das? Was soll das? Dieses Schloss kommt nicht in meinem Zimmer. Weg damit, weg Aber damit. das Prinzessinnen-Schloss, es wird Ihnen Nein! Emma, das kannst du vergessen. Also ich spiele schon so nicht mit dem Prinzessinnen-Schloss. Und jetzt willst du, dass wir hier alle bei der Übernachtungsparty damit spielen? Kannst du vergessen, kannst du knicken. gefallen. Aber du kannst auch gar nicht jetzt sagen, dass Sie nicht mit mir spielen dürfen. Vielleicht wollen die das ja. Sarah und Mia haben da bestimmt Lust zu. Ach Julian, lass sie doch. Sie will doch nur mit uns spielen. Und das Schloss ist wirklich toll. Wir können ja ein bisschen mit ihr spielen und dann ist gut. Nein, nichts ist gut. Das geht nicht. Sarah, das geht nicht. Das ist. Oh Mann, das ist doch keine Ach, sie ist doch Babyparty noch so hier. klein. Also ich habe da auch kein Problem mit. Ich kann Oh, ruhig mit ihr Julius, spielen. Ich meine, nein. Puppenhäuser sind ganz cool. Ob jetzt ein Feuerwehr oder Prinzessin ist doch Wurst. Oh, das finde ich super. Ich habe auch jede Menge Zubehör für das Prinzessinnen-Schloss. Wir können auch in meinem Zimmer damit spielen. Da habe ich auch Platz für euch. Boah, nee, so sollte das nicht laufen. Ich hatte das nicht so geplant. Oh, ist das eine miese Übernachtungsparty? So sollte das nicht laufen. Voll die Babyparty, ey. Kommt, Leute. Das ist meine Lieblingsprinzessin. Die wohnt hier im Schloss. Die hat noch keinen Namen, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr euch einen überlegen dafür. Oh Mann, jetzt spielen die tatsächlich da. Ja, danke mir, dass du hier geblieben bist. Hey Julian, ich habe das gar nicht mitbekommen. Spielen die anderen gerade mit Emma? Heißt das etwa, du wärst auch dahin gegangen? Oh Mann, klasse, klasse. Nee, ich möchte natürlich bei dir bleiben. Julian, schau doch mal auf diesem Video. Das ist ein total süßes Oh Pärchen nee, und keine Zeit, keine Zeit, ich kann gerade nicht. wie die gemeinsam tanzen. Schön. Hey Emma, sag mal, wie lange dauert das denn hier noch? Oh. Also, langsam reicht das Wir haben aber. doch gerade Nee, erst nee, nee, angefangen. nee, nee. Es ist jetzt langsam Zeit, damit aufzuhören. Nein. Julian, du kriegst gleich Zimmerverbot. Lass mich und meine Gäste Pff, Zimmerverbot. Pff, dass ich nicht lache. Hey Julius, Sarah, wir gehen jetzt in mein Zimmer. Los, kommt mit. Frieden. Ja, schönen Dank, dass du uns das alles gezeigt hast, Emma. Aber ich glaube, wir spielen jetzt mit Wir Julian müssen weiter. rüber. Also, du hast es gehört, Emma. Los, Ach, Leute, wir gehen ihr rüber. könnt auch ruhig noch bleiben bei mir. Ich kann uns auch einen Kakao machen oder so. Nein, 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 du weißt gar nicht, wie das geht. Das macht immer Mama für dich Ja außerdem. und? Hey! Ach, bleib doch bitte noch. Ich finde das gar nicht gut. Ich finde das doof. Sag ich Mama. Also, Leute, tut mir leid wegen dem Chaos, wegen Emma. Also, jetzt kann die Übernachtungsparty steigen. Was wollen wir denn jetzt als erstes machen? Genau, was machen wir? Wir könnten uns ja ein paar Minecraft-Videos angucken oder Ach so. nö. Ach Nein, Aber bitte wenn ihr nicht, wollt, auch Julian. Sims-Videos, mir egal. Oh Mama, Julian ist ganz gemein zu mir. Der lässt mich nicht bei der Übernachtungsparty mitmachen.
Emmerlein, darüber haben wir doch schon gesprochen. Julian hat seine Freunde eingeladen und das ist seine Übernachtungsparty. Da kannst du jetzt nun mal nicht mitmachen. Vielleicht nächstes Mal. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, Mama. Das ist mir egal, ob jetzt seine Freunde oder meine Freunde. Wir können auch noch Freunde werden. Ich mache da auf jeden Fall mit. Also, da ihr nicht die Videos schauen wolltet, erzähle ich euch jetzt eine richtig heftige Geschichte. Also, ich war mal einmal auf dem höchsten Berg der Welt. Was? Du warst auf dem höchsten Berg der Welt? Das glaube ich dir nicht. Vielleicht hier in Playmobil City auf dem Rodelberg. Aber auf dem höchsten Berg der Welt? Wann sollst du das bitte gemacht haben? Vielleicht vor 10 Jahren. Oh nein, ich bin gar nicht 10 Jahre. Vielleicht vor 2 Jahren. Vielleicht kannten wir uns da noch nicht, Julius. Hä? Oh nein, da ist ja schon wieder einmal was wild hier. Oh Mann, können wir hier nicht ein paar Türen einbauen? Das ist ja irgendwie komisch. In ganzen Häusern sind Türen, nur bei uns nicht. Hallo Freunde, ich kann euch mal was erzählen über Julian. Der hat nämlich auch mal was ganz Peinliches gemacht. Und da gibt's auch ein Foto von, das habe ich gesehen. Was echt? Denn? Was ganz Peinliches? Oh, erzähl mal. Kann ich das mal sehen, das Foto? Ist das hier auf dem Tablet? Oh Emma, hör auf damit! Was? Ich habe gar kein Foto. Oder meint sie, oh nein, nicht dieses eine Foto. Und wisst ihr was? Mama hat mir erzählt, als Julian ein Baby war, da hat er auch in Windeln gemacht. Das ist voll eklig. Oh Mama, hast du Emma nichts gesagt? Ich finde das voll doof. Die stört die ganze Zeit meine Party und das war so eigentlich nicht abgesprochen. Ach Julian, das tut mir jetzt leid. Ich habe eigentlich mit ihr gesprochen, dass sie nicht eure Party da stören soll. Aber vielleicht hat sie es nicht ganz verstanden. Ich rede nochmal mit ihr. Emma, was wird das denn? Möchtest du nicht runterkommen zu Papa und mir und ein bisschen Fernsehen gucken? Nein, Mama, ich habe jetzt neue Freunde gefunden. Und wir spielen hier. Schon gut. Emma, ich habe dir auch einen schönen warmen Kakao unten gemacht. Komm doch mit. Was? Du hast mir Kakao gemacht? Okay, ich komme gleich wieder. Ich habe was Wichtiges zu tun. Also wenn ich jetzt Kakao trinke, dann möchte ich bestimmt danach schlafen. Na gut, Leute, ich sag schon mal gute Nacht. Bis morgen oder so. Super, Emma. Oh, ich wusste, dass ich sie mit dem Kakao ködern kann. Dann gehen wir mal runter zu Papa, ne? So, endlich. Emma ist weg. Das Chaos ist endlich beendet. Oh Mann, oh Mann. Was machen wir denn jetzt? Also ich habe mir da was überlegt. Sarah, sag doch einfach, sag. Soll ich wirklich sagen? Ja. Flaschen drehen! Och nö! Das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber wenn es sein muss, oh Mann, das wird sowas von blöd.